da wären wir wieder. Zack. Speichern nur kurz. Und schon geht es weiter. Letzte Folge haben wir den großen ersten Koloss besiegt. Der aber doch recht einfach war. Leider fehlen uns auf dem Weg zur Wiederbelebung noch 15 Kolosse. Aber auch die sollten wir bewältigen können. Ich weiß gar nicht mehr, wer der nächste... Ach doch, ich weiß, wer der nächste Feind war. Erste ist weg. Fehlen leider nur noch ein paar. Sobald ich die Wege noch auswendig kenne, wird es glaube ich auch nicht so blöd, weil anders muss ich halt immer die Wege suchen und das ist dann recht kompliziert. Langsam bewegt, weiß ich gar nicht. Ich würde ja nein sagen. Also die bewegen sich recht alle langsam, außer halt die kleinen Viecher. Ist aber normal, dass sich große Dinge langsamer bewegen. So, komm her. Wo ist er? Ja, was machst du? So, ab zum nächsten Gegner, Agro. Ja, springen ganz nicht, nee. Ja, okay, das brauchen wir uns nicht angucken. Das ist einfach nur, der erklärt halt nur, dass man an solchen Steinen speichern kann. Das weiß ich aber schon. Und dann kann ich euch auch so sagen. Oh, Alter, wie das blendet. Ich glaube, ich stelle gleich nochmal die Helligkeit besser ein. Ich meine, ihr seht das da hinten gar nicht, was da sein soll. Man sieht diese Brücke vielleicht an dem Rand auch kaum. Ich guck kurz, ob man das auch so ändern kann. Ne, doch. Und zwar Screen Brightness. Zack, 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 zack. Vielleicht so. Oh ja, so ist besser. Zwar immer noch nicht die beste Lösung, aber... war das glaube ich immer. Ja, doch, das überlebt ihr schon, glaube ich. Wenn nicht, gucke ich halt, wie es ganz dunkel aussieht. Ich drücke mal Kreis für Return. Ja, okay. Aber so ist doch recht dunkel. Dann sieht man diese Pixel mehr. Wer hätte gedacht, unten befindet sich dieser Gegner, den wir finden müssen. Sobald wir den besiegen, wird er dann auch immer da liegen bleiben. Das sieht eigentlich recht schön aus, immer wenn man vorbeireitet, diese Brücke entlang läuft, sieht man halt den Gegner da. Finde ich recht geil. Wobei auch das Design von ihm mir wirklich gut gefällt. Also eigentlich muss ich sagen, mir gefällt von jedem hier das Design. Aber es gibt einen, der sieht doch recht krüppelig aus. Den werde ich glaube ich aber irgendwann nochmal wiedersehen müssen, damit ich das genau sagen kann. So, ich hoffe, du kommst jetzt aus deinem Loch gekrochen. Falls du da drin warst. War das das? Nee. Oder doch? Doch, du warst doch in dem Loch hier. Dann warte ich. Reit nochmal zurück, reit da rein.
Ja, das ist der Weg zurück. Aber das verwirrt mich hier alles da vorne. Perfekt. Wusste ich doch, dass du dich hier aufhältst. Starker Unterkiefer. Boah, diese Musik, die ist einfach so krass episch. Yo Bro, was up? Kamera, gut. Sollte eigentlich aufhören zu singen, aber ich kann es echt nicht lassen momentan. Und zwar wird er jetzt versuchen, sich zu drehen. Hinterpfote und jetzt. Komm. Mann. Perfekt. Jetzt muss ich auf den drauf klettern, falls ich wüsste, wie genau und wo, auf welche Seite. Da. Perfekt. Und schon wird es ein bisschen gefährlicher an seinen Oberschenkeln. Die Musik ändert sich auch immer recht cool. So, und zwar, sobald ich mich erinnern kann, hast du an deinem Arsch eine Wunde. Ich ein bisschen vergrößern werde. Ah, ah. Nicht runterfallen. Einstichen? Sollte eigentlich weg sein. Ja, okay, ist weg. Perfekt. Jetzt muss ich ein bisschen laufen. Gerade hier ist halt gefährlich, weil man schnell runterfallen kann. Wow! Ich glaube, an diesen kleinen Lags. Ja. Kommen wir leider nicht dran vorbei. Weil es, wie gesagt, ein Emulator ist und die sind immer noch recht buggy. Ja, das meine ich zum Beispiel, die werden irgendwann, es gibt Gegner, die einfach dauernd den Kopf schütten. Und unser lieber Wanda muss halt immer Halt finden. Versucht den aber noch mit meiner kleinen Ausdauerleiste noch komplett zu besiegen. Ja, das wird wohl möglich sein. Auch wenn die jetzt gerade ziemlich schnell abnimmt. Einen Schlag mache ich noch. Boom. Ja, so. Ich würde sagen, der zweite ist auch weg. Ich bin gerade recht stolz auf mich, obwohl es eigentlich gar keine große Leistung war. Ah, ich will nicht loslassen. Ich will an dir hängen bleiben. Lass mich nicht allein. Nein. Ja, das finde ich immer schön, wenn man dann in den Kolossen drin bleibt und dann runterfällt und schön in den Haaren ist. Ich frage mich eigentlich, wer mich eigentlich immer wieder zurück zum Tempel bringt. Ja, aber auch das war's dann schon mit der zweiten Folge. Ich hoffe, auch die hat euch gefallen. Auch wenn sie vielleicht ein bisschen kürzer als die erste war, soweit ich das einschätzen kann. Aber es kommt ja noch eine dritte, ohne vierte, fünfte, sechste. Deswegen hoffe ich natürlich, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und schreibt auch auf jeden Fall in die Kommentare, wie der Ton und so ist, ob ich da vielleicht was verbessern kann.
Und ja, danke und haut raus.